Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Path of Titans Played by Demon. Ja, jetzt habe ich schon länger nichts mehr gemacht für Path of Titans. Ich habe gewartet, bis mal hier das Update rauskommt und jetzt ist es da und jetzt schauen wir es uns mal an. Ich habe ja die ganzen Sachen schon vorher getestet auf der PTB-Version, also auf der Public Test Branch. Und ja, was es Neues gibt, dazu kommen wir gleich. Dann schauen wir es uns doch mal an. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Aber das sagt man beim Saufen nicht. Hier. Okay, hier im Spiel sehen wir schon, wir haben wahnsinnig viel. Ja, wahnsinnig viel Neues. Ich werde jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen. Ich zeige euch mal so ein bisschen was. Also wir haben jetzt Muscheln, wir haben Pinien, Zapfen, was weiß ich. Wir haben wahnsinnig viel dazu bekommen. Wir können als Dino, als kleiner Dino, können wir und Latex, können wir wahnsinnig viel fressen. Wir können Ameisen fressen, Termiten fressen. Wir haben so eine komische Pflanze, die wir fressen können. So eine faulige, orangene, komisch aussehende Pflanze. Wir können jetzt, Wasser verbraucht sich jetzt, also Wasser wird ungenießbar, je mehr man davon trinkt. Lass uns einfach mal denken, dass unser Speichel in das Wasser reingeht und es dadurch verunreinigt wird oder wie auch immer. Dann viele Fixes auch. Und wir haben jetzt eine Schlingen-Animation, also wenn wir fressen, dann haben wir ein Fleischstückchen im Mund, das geschluckt wird. Wir haben Schluckanimationen. Was haben wir denn noch alles? Ja, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Ach ja, genau, die Fische sterben, wenn die Wasserqualität 0 erreicht und werden dann erst wieder gespawnt, wenn die Wasserqualität 0,75% wieder erreicht. Dann Regen wird die Wasserqualität aufbessern. Dann haben wir neue Bein-IK, also Inverse Kinematics, also bessere Animationen. Dann haben wir zusätzliche statische Drahtgittermodelle für Foot Blueprints. Die werden jetzt gehighlightet, wenn man sie anschaut. Das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so gut, weil das würde ich gern weglassen. Das ist, wenn man jetzt auf einen Strauch zuläuft, dann wird der gehighlightet. Ich weiß es nicht. Finde ich doof, aber naja, egal. Dann Foot Items will now hide meshes based on their foot value or visually change based on the type of foot it is. Das bedeutet, dass eben zum Beispiel Büsche werden dunkler, wenn sie abgefressen sind. Dann sieht man von weitem gleich, oh okay, der hat gar nichts mehr, ist nicht mehr nahrhaft, der muss erst wieder regenerieren. Aber hauen wir uns doch einfach mal rein. Gehen wir ins Spiel. Uiuiuiui, 100, alles voll. Jetzt schauen wir mal. Volle ausblenden und aktualisieren. Gucken wir mal. Und UK2, ja, da können wir mal reingehen. Und bin auch gleich hier beim Futter. Das ist ja hervorragend. Bin ich denn überhaupt? Hier, okay. Ich finde, man sollte hier so Marker setzen können, dass man sich zum Beispiel, dass man wieder hierher findet. Oder was auch geil wäre, was haltet ihr denn davon? Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr hier einfach so einen Kackhaufen hinsetzen könnt. Oder irgendeine eine Spur. Was habe ich hier beim Corpse? Oh, der ist 100% fest. So, was ihr jetzt hier seht, das finde ich zum Beispiel auch ziemlich geil. G für Take, das heißt, das ist mein eigenes. Jetzt, die haben es ja auf F gemacht, das F, was zum Nehmen ist, aber ich habe es mir auf G gelegt für Grab. Und man hätte es auch auf T machen können für Take. Aber F ist ja unser F-Call, den hätten wir dann nämlich weg gehabt und dann hätten wir das nur hier über das Auswahlmenü bekommen. Wie ihr seht, haben wir auch hier unten neue Icons. Ganz ehrlich, das sind so Comic-Icons. Ich weiß nicht, ob die passen so gar nicht dazu, finde ich. Das ist viel zu schrill, aber naja, ist Geschmackssache. Noch brauche ich nichts zu fressen, aber ich würde jetzt gerne hier markieren, irgendeine Markierung, was weiß ich, ich könnte auch hier einen Urin absetzen oder so, einfach damit ich den Platz wieder finde, das wäre doch geil, also fände ich zumindest. Und andere könnten das natürlich dann auch riechen und sagen, oha, hier war schon ein anderer Dino, also das fände ich jetzt zum Beispiel echt ziemlich cool. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr wollt, was ihr davon haltet. Vielleicht können wir das ja mal
mit vorschlagen. So, ich brauche jetzt Wasser. Wo ist Wasser? Hier ist Wasser. Da ist ein ganz großer See. Also, dann gehen wir doch mal dahin. So, dann brauchen wir eh erstmal Wasser. Ups, ja. So, wo bin ich denn hier? Am Sharptooth Marsh. Und hier Wasser, also, oh, 93%. Das bedeutet, hier war schon jemand anderes da und hat getrunken. Ja, weil sonst haben die 100%. Ah, schade, dass die Wellenanimation ist etwas links daneben. So, es ist er. Jetzt schauen wir mal. Okay, I'm already full. Jetzt kann ich also nicht einsehen, wie viel Wasser ich getrunken habe. Aber jetzt kommt der Regen. Ah, das ist echt schade, dass ich jetzt voll bin. Oh, hier ist, schaut's mal, ein Ameisenhaufen. Nice. Aber den kann ich nicht essen. Ach, schade. I'm already full. Das ist doch jetzt doof. Was haben wir hier stehen? Würde euch so gern zeigen, wie jetzt dann der Regen quasi den See wieder auffrischt. Ist ja klar, kommt Wasser rein. So, jetzt habe ich wieder Durst, oder? 91%, ja. Das habe ich ja getrunken, also da. Vorher war es auf 93%. Jetzt schauen wir. Jetzt warten wir einfach ein bisschen. Aber offensichtlich war die Wasserqualität ja nicht bei 100%, was hier eigentlich ist. So, setzen wir uns mal dahin und schauen mal. Nein. Das ist nämlich richtig gut. Also vorher war es bei 91%. Wenn ich jetzt Wasser anschaue, ist immer noch bei 91%. So, hat schon wieder aufgehört zu regnen. Okay, also der ist jetzt nicht großartig, da hat es wahrscheinlich zu wenig geregnet. Jetzt könnte ich was zum Fressen vertragen. Ach, ich hole mir jetzt erst nochmal was zum Trinken. Oh, was haben wir denn da? Ah ja, kann ich euch die Muscheln zeigen? Da habe ich gerade Muscheln gesehen, hier. Clams sozusagen, also so Klammermuscheln. Nee, Scallop. Ja, die kann ich jetzt auch mit G einfach aufheben. Dann kann ich die hier rumtragen. Also mir bringt die jetzt nichts, aber ich könnte die ja irgendeinem Freund bringen. Ja, die kann ich jetzt auch hier wieder droppen. Zack. Genau. Ja, jetzt trinkt man mal wieder. Ja. Trinkanimation ist auch nicht korrekt, aber das habe ich schon gemeldet gerade. So. Ach, schön, dass der Server schon wieder in einer halben Stunde neu startet. Ich weiß nicht, ob hier jetzt schon die Hintergrundmusik eingespielt, weil wenn man nämlich hier kämpft, dass man in den Kampf kommt, dann spielt Hintergrundmusik. Ich probiere es mal auszulösen. Wird momentan darüber gesteuert, dass wenn man Attacken macht, ne, hier nicht, vielleicht muss noch ein anderer Spieler irgendwo in der Nähe sein. Oh, da vorne ist ein Concavenator. Sollen wir uns den mal schnappen? Ich habe Hunger. Oh ja, das machen wir jetzt. Ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme. Ich glaube, er hat mich noch nicht so wirklich gesehen, oder? Schauen wir mal, wenn ich jetzt da oben... Ich habe schon was vor.
muss aber erst aufladen. Dann kommen wir Haselnuss rum. Aha. So, jetzt gehe ich mal dahin und schlaf mal, weil dann wird nämlich meine Stamina aufgeladen. Seht ihr? Ganz schnell. Und dann hechte ich darüber. Ich hoffe, der lockt sich jetzt nicht aus. Ah, ne, er guckt noch. Er guckt sich noch um. Dann schauen wir mal, ob ich den zur Strecke bringe. Okay, und los geht's. Schauen wir mal, wenn ich da springe. Ja, das ist gut. Oh, ich bin richtig aufgeregt jetzt. Ich hoffe, ich kriege ihn. Und ich hoffe, ich... Oh nein, da ist der Stein. Oh, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Puh, das war ganz schön knapp, ey. Alter Schwede. Aber ich glaube, er sieht mich nicht kommen. Oh, der Arme sieht mich nicht kommen. Ach, nicht ins Wasser. So, ich habe jetzt das Pech, dass ich jetzt hier weg muss. Ah, oh. Shit. Ah, ich muss... Wo ist er? Ah, er hat sich gerettet. Shit, ich habe keine Stamina mehr. Ja, genau, schlaf du schön. Nein, schlaf, 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 schlaf. Ich muss aufladen. Ach, jetzt haut er mir ab. Du sollst schlafen. Ha. Ja, ja. Jetzt hast du Glück gehabt. Oh, kommt er jetzt wieder, oder? Der traut sich nicht her. Jawohl, Korpskauf. Ah, da ist ein Strudi. Ah ja, da sind sie doch schon wieder alle. Jetzt hoffe ich nur, dass es hier hinten was zum Futtern gibt. Ja, da ist er. Ach, da gibt es mehr jetzt. Ah, da. Hey. 34%. So, jetzt schauen wir uns mal die Schlinganimation an. Wobei das bei Metri echt schlecht aussieht. Weil das schaut eher aus, als ob das so die Zunge ist. Aber das habe ich schon mal gesagt. Das müssten sie vielleicht nochmal ein bisschen verbessern. Das Fleisch sollte auch nicht so wie so ein Stock da drin liegen. Ah, da kommt doch ein Alio. Das ist ganz schön groß. So. Was ich auch schön finde ist, schaut mal, wenn man jetzt da was wegreißt, dass sich dann das Modell bewegt, oder? Ja. Oh, okay. So, fertig. Jetzt muss ich dahin. Jetzt fressen wir da noch ein bisschen, nagen noch ein bisschen am Füßchen. Da diese gelbe Umrandung, ich finde es einfach blöd. Jetzt ist er wenigstens nicht mehr weiß, aber ich weiß gar nicht, brauchen wir doch gar nicht. Oh du, hey du. Jetzt machen sie mich aber fertig hier. Hey. Auch der jetzt auch noch, oder was?
Oh, es hat. Ach ja, ihr gemeinen Typen. Ja, schrei du nur noch. Ach, so ein Mist, ist sowas nervt mich schon wieder. Ich armer einzelner Metri. Na gut. Ist, glaube ich, ein guter Punkt, um aufzuhören. Ich habe schon wieder die Hasscap auf. Gib mir schon wieder auf den Keks sowas. Alle auf einen. Die Feiglinge. Ja. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues dabei. Ich konnte euch was zeigen, aber ja, es war eigentlich nichts Neues. Eigentlich. Aber vielleicht gehe ich dann am Schluss beim Editing nochmal auf die einzelnen Neuigkeiten, was jetzt alles noch so reingekommen ist, noch ein bisschen genauer ein. Jo, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Path of Titans Played by Demon. Bis dahin, macht es gut, Servus und Ciao. Dankeschön fürs Zuhören, wie man bei uns in Bayern sagt, gell? Dankeschön fürs Zuhören. Also, habt jetzt die Ehre. Servus.